Hallo und wieder recht herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Letztes Mal haben wir ein paar Nebenaufgaben gemacht. Zum Schluss hat uns ein Bär überfallen, sozusagen ein Riesenbär. Und jetzt sind wir wieder an einem Grab angekommen und da hat mich der Bär gehaust, beziehungsweise vor dem Eingang. Und da gehen wir jetzt mal rein. So. Mal sehen, was da auf uns wartet. Bin hier mal gespannt. Okay, wir müssen wohl tauchen. Wie? Och nö, jetzt brauche ich ein Atemgerät oder was? Och nö. Och, das ist jetzt fies. Das ist jetzt echt fies. Das ist Kacke. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen Eingang gemacht. Ja. Das ist doch doof. Das ist doch mal echt behindert. Das ist schon das dritte oder vierte Grab, wo ich einfach nicht weiterkomme. Hier, da liegt der Bär rum. Egal, dann machen wir jetzt halt die nächste Hauptmission, würde ich mal sagen. Aber ich wollte ja sowieso irgendwie dahin. Da muss man da irgendwie hinkommen, ne? Das ist aber irgendwie auf der anderen Seite. Wenn ihr das seht, das ist ja komplett andere Seite. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Egal, wir suchen uns jetzt irgendein Basislager, dass wir uns erstmal wieder aufrüsten können. So. Warum ich mir die ganzen Tiere matsch mache? Ja, ich brauche das. Oh, guck mal hier. Hallo? Schmerzt sich das mal durch? Dankeschön. So, Haselein. 2 von 6. Ist was zum Lesen. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ich hab mehrere. Ich hab mehrere Hirsche schon platt gemacht. Wenn man das so sagen darf. Aber ich gehöre nicht zu dir. Sozusagen. So, machen wir die Markierung da weg. Wo ist denn. Jetzt fällt mir gar nichts mehr. Was ist das? Ein Krypta-Eingang. Ey, Moment. Leute, das ist jetzt ganz neu. Da war ich noch gar nicht. Das ist mir jetzt komplett neu. Ein Krypta-Eingang hatte ich noch gar nicht. Moment. Muss ich irgendwie da hoch? Oder? Da. Ja, da einfach da lang kann ich nicht. Also muss ich. Wie komme ich denn da hoch, Alter? Gar nicht, ne? Das sieht zumindest danach aus, als wenn ich da erst gar nicht hinkomme. Sondern erst später mit der passenden Ausrüstung. Denke ich mir mal so. Weil. Hier, die Entfernung, die ist viel zu weit, Alter. Ich meine, ich kann das ja hier ranholen, das ist ja kein Ding. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, da jetzt rüber zu kommen. Ne? Deswegen, das funktioniert nicht so, wie man sich das vielleicht denkt. Nein, reicht nicht. Und hier Dings, das. Warte mal. Was ist denn hier? Boah.
sie wieder kotzen. Na, da ist so ein Ding. Wieso kann ich denn da nicht einfach hier so hochklettern? Komm schon, Lara. Du kannst doch sonst immer alles. Das kannst du gerade nicht, oder was? Und hier hochklettern kannst du auch nicht. Ach, du bist ja auch eine Pfeife, ey. Ach, hier kannst du das Mini-Stück, ey. Du bist eigentlich eine Pfeife. Ey, Lara, jetzt mal ohne Mist. Wie macht Dügel die dumm? Ach, das ist das mit den Bären. Ich hab schon wieder einen Schreck gekriegt. Also komme ich da nicht hin. Gut, weiß ich Bescheid. Scheiße, Mann. Das ist doch alles Gacke. Hast du so ein schönes Ding? Hier ist Ditte und hier ist das andere. Ja, das ist oben. Und das ist halt, wo ich die Taucherausrüstung brauche. Das ist doch echt scheiße, Leute. Das ist doch mal... Och nö. Och nö, Leute. Das ist mal ohne Mist. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Wortwörtlich. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch. Sag mal, willst du mich hier verarschen? Links. Hä? Ich war ja auch schon hier. Ah, cool, eine Feder. Feder kann ich immer gebrauchen. So, dann zack. Yay! Stell ich mir richtig geil vor, ey. So, hier waren wir ja schon. So, dann zack. Zacki. Zacki, zacki, mach die Nagi. So, ich glaube, hier waren wir anscheinend schon. Sieht zumindest so aus. Gut. Mal die ganzen Dinger hier nachladen. Brauchen wir aber anscheinend nicht. Gut. Wo ist denn hier mal ein Lager, Alter? Hier gibt es kein Lager mehr. Sind es, waren doch sonst noch mal so viele hier. Das ist irgendwie gerade komisch. Ich bin gerade irgendwie verarscht. So, was gibt's hier Feines? Mal abgesehen von dem Stuhl, nix. Ach so, da kannst du dich nicht festhalten. Hi. Ich hab dich voll erwischt, du Sau! Mann! Oh, hier ist auch noch eins. Zack. Hase? So. So, da müssen wir hin. Also, auf geht's. Ist auch noch ein Grab. Wo denn? Das? Wo ist denn das? Wartet mal. Wartet mal. Da muss ich jetzt mal gucken. Ob ich da nicht schon war. Ja, doch, hier war ich schon. Da komme ich auch nicht weiter. Genau. Da war ich also schon. Da komme ich ja gerade nicht weiter. Lalala. Da ist hier echt die Stimmen. Was ist das? Das ist echt komisch. Hier muss aber auch noch irgendwo ein Grab sein. Hier, man hört's ja. Oder man sieht's. Ich denke mal hier hoch.
bin mal gespannt. Wie wirklich ein Grab ist, kann ich mir aber nicht vorstellen. Was ist nur eine Höhle? So, warte mal, was haben wir denn hier? Warte mal. Kannst du mal gescheit dich da festhalten? Hallo? So. Dann zack. Und oben rüber. So. So, was haben wir hier? Hier leuchtet nichts mehr, oder? Nicht wirklich. Da geht's irgendwo hin. Hier geht's aber auch irgendwo hin. Ich will aber erstmal hier lang. Alter, wieso springst du denn nicht? Boah, ich könnte schon wieder kotzen. Hups. Wieso ist hier keiner? Alter, wo sind denn die ganzen Leute hin? Die sind alle weg. Die sind alle weg. Faszinierend. Alle Leute sind spurlos verschwunden. Hä, ja, die ist hier draußen. Was macht die hier? Kann ich aber nicht anquatschen. Das hier ist kein Grab. Nee, das ist ja mein... Oder? Oder doch? Warte doch mal, Mensch. So. Hier waren wir ja praktisch schon mal, wo wir das Feuer entzündet haben. Deshalb gucke ich jetzt mal, ob hier irgendwas ist. Kann ja sein. Wir sind nicht. Ist nur eine Vermutung, dass hier vielleicht ein Eingang zu einem Grab ist. Zack. Und darüber. Und darüber. Und zack. Und hier puff. Puff. Und puff, puff. Alter. Ich hätte schon längst gekotzt, glaube ich, unterwegs. Mir längst in die Hose gemacht. Es hat damals schon so alles Krach gemacht. Wieso macht jetzt nochmal Krach? Das hat doch schon. War doch eigentlich schon eingestürzt alles. Aber na gut. Dann stürzt halt zweimal ein. Lalalala. Okay, hier ist nix. Okay, umsonst hochgelatscht. Was sieht dann wohl erledigt? So ein Scheiß. Musik gefällt mir nicht. Egal. Wir gehen da mal weiter. Hier ist ein Monolith. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. So eine Kacke aber auch. So. Hier ist ja der Monolith, also muss da auch irgendwo der Eingang sein. Zu dem Grab. Weil das war ja hier.
Ja, war das überhaupt hier? Ich weiß es gerade nicht. Bin ich hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Was ist das denn? Ich hab was gefunden. Sie fragt, ist das eine Höhle oder ist es? Aua! Alter! Klar, ich schaff das bis darüber, aber. Den waren. Ey, jetzt muss ich ja nochmal lang latschen oder was? Yep. Wo war das jetzt? War das hier? Sieht gut aus. Jo, hier war das. Oh, was haben wir hier? Guck mal, hier ist so ein Krypteneingang. Moment. Das ist hier das. Das ist eine Krypta, Leute. Das ist ein Grab. Eine Krypta. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, Leute. Alter, Krypta hatte ich ja noch gar nicht. Das ist ja für mich komplett Neuland. So, warte, wir gehen mal hier lang. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Es ist ja egal, wo du lang latscht im Prinzip. So, hier machen wir das Ding auf. Flatsch. Ist hier irgendwas? Nein. Ja, gut, wieder da durch. Nein. Bin ja auch doof, ne? Hier ist wieder was. Ich bin so ein Sammelnarr. Muss da irgendwie ran an das Scheißding. Das höre ich aber nicht, oder? Achso. Oh, hier ist schon wieder was. Aurora, die Ärztin. Ah, siehst du, hier ist auch wieder was. Alter, hier ist ja so ein Haufen Zeug zum Einsammeln, Alter, ist das geil. Ich guck immer, ich bin so. Weiß auch nicht. Alter. Was du ja alles sammeln kannst, Alter. Na, hier kannst du ja richtig absahen, Alter, an Zeug. Der Weg nach Gitelsch war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitelsch überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Okay. Dass hier wirklich eine Krypta ist, dann sind ja hier auch irgendwo tote Menschen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Spontan habe ich noch keine gefunden. In der Krypta sind eigentlich Leichen. Da geht's lang, da geht's aber auch lang. Alter! Das ist ja übelst krass. Das geht nicht, weil ich bin voll. Okay. Also da lang. Scheiße, Leute. Antiker Bogen. Oh, da ist ja wirklich einer drinnen. Alter, das ist geil. Das ist mal sowas von richtig geil. So eine Krypta, das ist... Ja doch, das ist schon fett. Guck mal, da ist ein Loch. Egal. Ich denke mal, hier geht's wieder raus. Nee. Also da. Irgendwo ich praktisch herkomme. Nee, doch nicht. Doch falsch. So ein Kack. Hier. So. Alter, alter, alter. Alter, ich bin gerade so begeistert von dem Ding hier. Das glaubt mir, ist kein Schwein, ne? Ich bin ja gerade total weggeburnt, deshalb bin ich auch gerade so ruhig. Ich bin da total weggeflasht gerade. Alter, ist das geil. Ist das geil. Ja, für euch ist das so. Ja, mein Gott, ist halt eine Höhle, ne? Ja, nee, für mich ist das ein bisschen mehr, weil das ist wieder typisch Tomb Raider, weißt du? Das gefällt mir. Finde ich richtig geil. Das war jetzt so eine Krypta. Geil. Richtig geil. Das gefällt mir ja richtig gut, Alter. Genial. Übelst genial. Die Vögel kriegt man auch nicht vom Himmel, wa? Wollen wir die vielleicht runterballern? Warte mal. Ach, ich bin leer. Yay! Jetzt bin ich mal gespannt. Den erwischt habe, beziehungsweise ob ich den kriege jetzt. Der muss ja hier irgendwo rumliegen. Der hat doch hier einen Abgang gemacht. Oder der ist da runter gesegelt. Dann wäre es natürlich richtig doof. Ha, hier liegt er. Nee, doch nicht. Sah so aus. Sorry. Scheiße, ich dachte, der wäre hier irgendwo runter gesegelt. Ja. Cool. Na gut, wir machen eine Aufnahmepause, sehen uns morgen wieder im nächsten Part. Bis dahin erstmal. Tschüss.